Ich habe mega Freude, dass ich etwas abschliessen darf. Tut ihr auch gerne Sachen abschliessen? Abhäkeln, Kreuzchen hinten dran, Check gemacht. Und zwar darf ich heute 10 Gebote abschliessen. Für die, die kein einziges haben mitbekommen, können die alle nachschauen, nachhören. Heute sind wir jetzt tatsächlich schon beim 10. angelangt. Es steht im 2. Mose 20,17. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, sein Rind. Ja, also gut, komm, aus dem Knecht und so können wir Putzfrau machen, Rind und Esel machen wir Auto oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Kurz zusammengefasst, das Gebot, wir sollen nicht neidisch sein, nicht eifersüchtig sein auf das, was andere haben. Es ist materiell gehalten, relativ ausser die Frau. Oder der Mann. Definition von Neid. Was ist Neid? Was ist Neid? Also, Neid ist der intensiv negativ Gefühlszustand von einem Menschen, wenn er den Besitz, Erfolg oder das Glück von einem anderen sieht und es selber nicht genau so hat. Woher kommt das Wort Eifersucht? Das hat mich auch spannend gedacht. Aus dem Althochdeutschen und ist verwandt mit dem Wort Süch. Das ist deftig, habe ich gedacht. Neid ist also wie eine Seuche, die sich in unserem Herzen ausbreiten kann und eine Bitterkeit hinterlassen kann. Wie eine Seuche. Der Neid sieht nur den Output und nicht den Input. Er sieht nur den Erfolg des anderen, aber nicht den Aufwand. Kannst du etwas vergleichen? Vielleicht mit einem Nachbarn, der gärtnert. Du schaust über und dann siehst du in seinem Garten, in seinem Hochbeet, da kommen Rüebli. Dort kommt Röseli, Oberschine, egal was du schaust. Du schaust über und denkst, Wahnsinn, genau das will ich auch. Was der Neid hingegen nicht sieht, ist, wie der Armhagel in die Lande alles ist, einkaufen. Wenn er das Zeug setzen musste, dreckige, grausige Fingernägel hat bekommen, ich rede aus Erfahrung. Wie die Sätzlinge sind gefressen worden, die Hälfte von den Schnecken, von Engerlingen, all das Zeug, das du nicht willst, im Garten. Er sieht nicht den Neid, wie der andere gejettet hat, wie er mit den Pflänzchen ist reden, Tag für Tag ist schauen, kommt es gut oder nicht, wie er ist beschütten, Liter für Liter, wo der heisse Sommer ist gekommen. Das alles sieht er nicht. Nein, er sieht nur den Ertrag. Das ist der Neid. Neid entsteht aus einer Angst heraus in uns, dass wir zu kurz kommen, dass wir zu wenig überkommen, dass wir benachteiligt werden. Neidforscher, die gibt es tatsächlich, habe ich auch nicht gewusst, bis ich das mal nachgeschaut habe, haben herausgefunden, dass es Schäden gibt vom Neid. Und zwar kann Schlafstörungen entwickeln, Kopfweh, Magen-Darm-Beschwerden, Herzrhythmusstörungen und Depressionen. Also Neid ist nicht gesungen. Jetzt muss ich etwas sagen von mir. Ich habe zwei Schwestern. Eine ist da. Also drei Mädchen. Ich bin das Älteste. Und meine Mami hat mir gesagt, ich sei so eifersüchtig gewesen. Ganz, ganz schlimm. Und dann ist mir in den Sinn gekommen. Meine Schwester muss sich auch nicht erinnern an das Beispiel. Aber wo meine Mami ihr und mir Nüssli hat wollen geben. Nüssli, lächerliche Nüssli. Es hat die Hänge zu uns gestreckt. Ein Hang zu mir, die andere zu meiner Schwester. Und das Erste, was ich gesagt habe, als ich die Hänge habe gesehen habe, sie bekommt mehr als ich. Du hast ihr mehr gegeben als mir. Und dann ist die Mami ab wie ein Ragetli. Hat mich angeschaut und hat gesagt, ja, gewusst, dass du das wirst sagen, wegen dem habe ich dir mehr gegeben als ihr. Esti, weisst du das noch? Ich schon, weil mir hat es gebracht. Das ist tief in mein Herz, dass ich so viel eifersüchtig bin. Dass ich dieser Mühe mit dieser Entthronung habe, die ja passiert, wie ein Geschwister kommt und du bist das Älteste. Das ist mir geblieben, der Keibenneid. Und eben so irrational, wie man reagiert. Ich habe das Gefühl, ich habe weniger. Dabei war das pure Gegenteil der Fall.
Und ich habe gelesen, wie sie mit den Harvard-Studenten so eine Umfrage gemacht haben. Das sind ja die Hochschlauen, wirklich so richtig schlau, oder? Und dann haben sie denen die Frage gestellt, wenn sie herauslesen könnten, ob sie 100'000 Dollar wetten oder 50'000 Dollar, was sie lieber hätten. Natürlich hat es einen Haken gehabt. Wenn sie 100'000 Dollar bekommen, bekommen dafür ihre Mitstudenten 200'000 Dollar. Wenn sie sich für die 50'000 Dollar entscheiden, bekommen die Mitstudenten 25'000 Dollar. Ich bin nicht gut im Rechnen. Aber eigentlich ist es eine sehr simple Rechnung. Was habt ihr das Gefühl, für was sie sich entschieden haben? Die Mehrheit? Für die 100'000 Dollar oder für die 50'000 Dollar? Wenn ich so sage, ist es ganz simpel. Oder? Du bist ja dämlich, wenn du nicht die 100'000 Dollar nimmst. Nein, umgekehrt. Sie haben lieber mehr gehabt als die anderen und dafür weniger. Es ist krass, aber so sind wir. Das geben nicht. Hättest du einfach mit diesen 100'000 Dollar wirklich arbeiten können und etwas Gutes machen, ist doch wurscht, was der andere hat. Ist doch nicht dein Bier, nein. Nein, lieber weniger haben sie wollen. Also Neid macht blind. Neid macht blind und ist der schlechteste Berater. Irrational, unlogisch. Ich habe mich gefragt, was ist das Gegenteil von Neid? Und wenn du das nachschauen gehst, da ist man sich nicht einig. Ist logisch. Wenn ich euch alle fragen würde, hat jedes auch ein anderes Wort, das man sagen würde. Ich habe mich für das entschieden, was mir am logischsten war: Freude. Das Gegenteil von Neid ist Freude. Wie können wir also unseren Neid in Freude umwandeln? Indem, dass wir den Neid nicht bekämpfen, sondern lenken. Weil wisst ihr was? Wir sind alle neidisch. Punkt. Wir sind alle eifersüchtig. Das gehört zu uns. Und das Beruhigende ist, auch unser Gott ist eifersüchtig. Steht in der Bibel, Gott ist eifersüchtig. Wenn uns etwas wichtiger ist als er, ist er eifersüchtig. Also anstatt den Neid zu bekämpfen, sollen wir zu ihm gehen. Mit dem, was uns fehlt. Gott, ich will das. Ich habe gesehen, die hat das und der hat das. Du kennst ja mein Herz, Gott und meine Gedanken. Ist es echt möglich, dass ich das auch bekomme? Oder ist es vielleicht gar nicht so gesund für mich? Hast du bessere Ideen, Gott? Aber mit ihm darüber reden, er ist nicht überfordert mit unserer Eifersucht. Er kennt das Gefühl. Neid ist menschlich. Nicht bekämpfen, lenken. Denk an den Nachbarsgarten. Wenn du dort das schöne Gemüse siehst, anstatt dass du die Rüebli verfluchst oder den Nachbar, schau über ihn. Hab Freude an dem, was dort wächst, sprich an dem, was der andere hat. Und dann vertraue darauf, dass Gott dich parat macht für das, was du gerne hättest. Sprich, du wirst dreckige Hänge bekommen. Er wird die leeren Jetten. Du wirst Schneckenkörnchen müssen säen oder säen, in den Garten schiessen. Er wird dir helfen, er wird dir deinen Charakter zweckschleifen, dass du parat wirst für das, was du willst, dass er dir anvertrauen kann, dass du gut damit kannst umgehen kannst. Wir können mit unseren Wünschen, mit unseren Träumen jederzeit zu Gott gehen. In der Bibel steht nicht, der Neid am Herr ist unsere Stärke, sondern die Freude am Herr ist unsere Stärke. Bei Gott ist unsere Freude, nicht bei all dem, was wir besitzen, bei dem, was wir haben. Gott weiss noch besser als wir, was uns wirklich eine echte Freude ins Leben gibt. Und Jesus hat die 10 Gebote, die wir ja heute jetzt abschließen, zusammengefasst, kurz und bündig. Lieb Gott von ganzem Herzen und lieb den neben dir oder die neben dir so fest wie dich selber. Und jetzt stehen wir auf, sprich dir, dürft auch aufstehen mit mir, dass ich beten kann, dass die 10 Gebote in unserem Herzen und in unserem Leben können Wurzeln schlagen und man kann sehen, was wächst aus dem heraus. Jesus, merci viel, viel mal für diesen Sonntag, für jedes, der in die Kirche kam oder Livestream die Predigt hört.
Ich danke dir für die Zeichen, Gott. Ich bin wirklich richtig Fan geworden von denen, weil ich habe das Gefühl, du willst uns genau durch die Freude auch ins Leben geben. Sie machen uns stark, es sind nicht Verbote, es sind Wegweiser, es sind Begleiter. Du willst uns begleiten durch das und du willst uns ein Leben segnen, du willst uns Glück schenken durch das, du willst uns belohnen, indem wir probieren, immer wieder umzusetzen, wie es in diesen 10 Geboten steht. Und ja, wir werden versagen. Ja, wir schaffen es nicht, weil genau ein einziger Mensch hat die 10 Gebote zu 100% können halten. Und das bist du, Jesus. Und wir werden und können dich nicht schlagen, egal wie religiös oder gesetzlich das wir werden. Aber wir können dir ähnlicher werden. Indem wir die Gebote anfangen lieben und umsetzen, so gut wir können, und Tag für Tag einfach mit deiner Hilfe rechnen und zu dir kommen, wenn wir es nicht schaffen. Danke, segnest du uns, segnest du unser Leben, unsere Zukunft, unser Wunsch, unser Träume, das, was wir wollen. Und du hast es so verwandelt, dass es zu dem wird, was du für uns willst und was am besten ist für uns. Amen.